Hi Leute, ja, es ist Sonntag, es gibt wieder was zu gewinnen bei mir und heute gibt es dann, wie versprochen, The Climb. Ja, ihr dürft dann also nächste Woche Sonntag, wenn ich auflöse, ein bisschen klettern gehen. Der Key ist Crossbuy, also ihr könnt dann auch auf der Rift bzw. auf der Quest euer Bestes geben. Und ja, was will ich dafür haben? Ja, eigentlich wie immer, dass ihr den Beitrag teilt. Ein Däumchen nach oben. Und natürlich wieder ein Kommentar. Und als Kommentar habe ich mir diesmal mal überlegt, das ist ja eine Extremsportart, dieses Klettern. Und welche Extremsportart wünscht ihr euch noch in VR? Also mir wird da jetzt so spontan, sag ich mal, Bungee einfallen. Ich glaube, da gibt es noch nichts. Das wäre echt mal interessant, ne? So eine, das wäre dann so wie dieses, wie heißt das Spiel da mit dem Brett oben? Ich habe das immer noch nicht gezockt. Ne, Leute, das liegt mir auf der Zunge. Immer ist irgendwas, ne? Wenn ich was aufnehme, ich schau mal eben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ne? Bestimmt. Ah, ich schau mal, werde ich gleich sehen, ne? Dann. Ach ja, genau, Richie's Plank, ne? Sowas wie Richie's Plank, nur mit Bungee, ne? Ja, das wäre doch was. Okay. Ja, dann wünsche ich euch allen viel Glück, die jetzt dran teilnehmen. Ja, also wie gesagt, Däumchen da lassen, den Beitrag teilen und wie gesagt, den Kommentar, welche Extremsportart ihr euch in VR wünscht. Ja, dann wie gesagt, viel Glück. Läuft bis nächste Woche Sonntag wieder bis 12 Uhr, wie gehabt. Und dann losen wir jetzt Deathmap aus. Ja, ihr wartet bestimmt schon, ganz geduldig. Und ich starte jetzt mal eben wieder mein UBS, was vorhin abgestürzt ist übrigens. Ja, ich habe hier eine Stunde rumgefummelt, bis das wieder funktioniert hat. Ich weiß nicht, was da los war. Dann machen wir mal Aufnahme starten. Ab geht's. Und einmal Vollbild. So, da ist er. Ja, mitgemacht oder Aufrufe hatte ich 144 bei diesem Gewinnspiel. Deathlab ist nicht ganz so gut, glaube ich, angekommen diesmal. Obwohl 48 Kommentare, obwohl das eine Unterhaltung war. Ich meine, ich habe durchgezählt, es waren um die 12 Kommentare, die leicht zählen. Ja, dann haben wir nämlich den Rainer Lampe mal wieder mit Need for Speed. Ja, das würde ich auch cool finden. Und das gab es mal für die Daydream, ja, für diese Google-Brille, muss ich sagen. Ich habe es nie gespielt, aber vielleicht kommt da jetzt hier so ein Ableger für die Quest, ne, von EA. Aber ich habe da, wie gesagt, echt nichts von gehört. Müssen wir mal schauen. Ja, der Alex macht nicht mit, der hat sich nur hat uns einen schönen dritten Advent letzte Woche gewünscht und hat der letzte Woche gewonnen und wollte sich Pistol Whip kaufen. Ich hoffe, du hast es auch getan. Ne? Viel Spaß damit. Ja, dann haben wir Highlander der Weise, Forza Horizon 4, mein Reden, das Ding in VR wäre der Kracher. Alex Schreiber kennt sich dann irgendwie mit so aus und hat sich dann halt auch uns angeschlossen und auch Forza Horizon 4 genommen. Sehr gute Wahl. Mario Kart. Kommt demnächst Dash Dash. Ja, das ist wie Mario Kart, das ist richtig cool. Ich muss da auch mal wieder reingucken, weil das hat sich ja echt schon ein bisschen verbessert wieder seit der letzten Beta. Ich schaue mal vielleicht die Tage. Dann haben wir den Gesimme auch mit Forza Horizon 4. Haben wir schon drei. Ja, Name 4 hätte gerne ein Rennspiel, wo man selber Strecken bauen kann. Ich glaube, da gibt es nichts, ne? Also ich habe da noch nichts gehört. Wäre interessant, aber für mich ist das nichts. Ich wollte dann immer so unmögliche Strecken, auf denen man nicht vernünftig fahren kann. Dann haben wir 3D-Tischler mit Need for Speed zum zweiten Mal. Underground, ja, gerne. Gnadenlos, ein Arcado-Racer und Mario Kart Klon und deshalb wäre für ihn interessant, weil er halt auf Arcado-Racer steht. Ja, vielleicht gewinnst du, dann kannst du gleich schon ein paar Runden drehen. Ja, The Cleaner VR, auch Need for Speed. VR Devil, was hätte er denn gerne? Was hätte er denn gerne? Ein Ridge Racer, ja. Ridge Racer kommt gleich auch nochmal, glaube ich, zweite Mal. Also Ridge Racer bin ich auch mit groß geworden. Warum nicht? Ne? In VR, bestimmt cool. Ja, genau, der Joe Bertling macht dann auch Ridge Racer. Dann haben wir Alice und SDE. Deshalb ist schon das, was sie gerne hätte. Oder RECS, ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Vielleicht gewinnst du und dann kannst du gleich schon eine Runde drehen. Ja, VR Bytes nimmt laut Antwort wohl nicht teil, wie ich das jetzt so sehe. Und ja, Peter Katsche hat das Spiel schon, nimmt auch nicht teil und wünscht euch allen viel Spaß und viel Glück und so weiter. Gut, ich wechsle wie gehabt in den Comment Picker. Also ich meine, es waren jetzt, wir müssen einmal durchzählen, Rainer Lampe 1, dann haben wir den Highlander 2, 3, 4, 5, 6 bis Named, 7, 8, 9, 10, VR Devil. 11, 12, genau, 12 Leute machen mit, 15 zeigt er mir aber gleich an. Ich glaube, das war so, ne?
Peter, der Beste vorher. Okay. Dann wechsle ich jetzt einmal rüber. Zack. Comment Picker. Wir können aber die URL gerne nochmal einfügen, wenn ihr möchtet. Ja. So, dann füge ich die jetzt noch mal ein. Okay. So. F11. So. Da ist das, da ist die URL. Ich habe sie eingefügt. Und dann machen wir jetzt die Kommentare. 15 und 12 nehmen teil. Also wenn jetzt einer gewinnt, der nicht teilnimmt, dann mache ich die Auslosung natürlich nochmal. Okay, ich wünsche euch allen wieder viel Glück, wie immer, und ab dafür. Der Piet Katsche, ja, der wollte ja nicht mitnehmen, also mache ich das Ganze jetzt nochmal. Das hatte ich auch noch nicht, ne? Ist Premiere, das erste Mal. Und Rogue Kist. Schönen dritten Advent erstmal. Ich hätte total Lust auf Mario Kart in VR. Mach weiter so. Ich mache auf jeden Fall weiter so. Das ist ganz klar. Dankeschön. Und in der Kanalinfo findest du meine E-Mail-Adresse. Kannst du dich bitte mit mir in Verbindung setzen oder kommst halt auf meinen Discord. Darfst auch gerne da bleiben. Würde ich mich freuen. Dann bekommst du dann den Key. Ich habe noch einen zweiten Key für Deslip. Den verlose ich die in den nächsten Wochen. Also wer jetzt nochmal Interesse hat, dranbleiben. Der Key kommt nochmal. Ja, wie gesagt, jetzt gibt es dann The Climb. Sehr gutes Spiel, macht auf beiden Brillen Spaß, auf der Quest sowie auf der Rift. Ja, aber der Unterschied ist jetzt nicht so, ja, was heißt nicht groß? Klar ist der groß grafisch, aber es macht auf der Quest trotzdem viel Spaß, muss ich sagen. Ja, ich habe es auch auf der Quest weitergespielt, weil ich war dann echt sofort PC anmachen, Kabel dran und so. Da habe ich es echt lieber auf der Quest gespielt. Das ist echt sehr, sehr gut geworden. Gut, dann machen wir jetzt Schluss mit diesem Gewinnspiel. Nächste Woche Sonntag löse ich auf. Und dann schicke ich euch hinterher Walls of the Wizard oder Affected the Manor. Ja, also ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, in den Gewinnspielkommentaren, zu, die ihr jetzt schreibt, wegen dem Extremsportspiel, was ihr euch in VR wünscht, könnt ihr gerne noch drunter schreiben, ob ihr lieber Walls of the Wizard nächste Woche möchtet oder Affected the Manor. Ja, das würde mich noch interessieren. Okay, dann wie gesagt, viel Glück. Bis nächste Woche Sonntag bzw. Samstag bei den nächsten News. Und ja, aufregende VR-Woche. Weihnachten steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr bekommt eine Quest geschenkt. Ich wünsche euch an dieser Stelle auch nochmal schöne Weihnachten. Und dann lasst euch reich beschenken und macht euch nicht so viel Stress. Bis die Tage, euer Toxic. Bye.